Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Here, eine is the indefinite article for feminine nouns with the ending I. Eine. Du bist ein Mann. Du bist ein Mann. With ein being the indefinite article for a masculine noun. Der Mann. But die Frau. Ein Mann. Eine Frau. Sie ist ein Kind. Sie ist ein Kind. Although the child is apparently a girl, still the noun Kind is a neuter noun. In this case, the indefinite article of a neuter noun has the same appearance as that one of a masculine noun. Ein. Sie ist ein Kind. Ich bin die Frau. Ich bin die Frau. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Sie ist das Kind. Sie ist das Kind. In these sentences, we have exchanged the indefinite articles eine, ein, and ein against the definite articles of masculine, feminine, and neuter nouns. Die, der, and das. Die Frau, der Mann, das Kind. But eine Frau, ein Mann, ein Kind. Die Frau sitzt im Park. Die Frau sitzt im Park. Der Mann sitzt im Garten. Der Mann sitzt im Garten. Das Kind spielt im Haus. Das Kind spielt im Haus. Der Mann, die Frau, das Kind. Ein Mann, eine Frau, ein Kind. Ein Kind spielt im Park. Ein Kind spielt im Park. Das Kind spielt oft im Park. Das Kind spielt oft im Park. Die Frau liest nie im Garten. Die Frau liest nie im Garten. Warum? Warum? Weil der Garten nicht schön ist. Weil der Garten nicht schön ist. Vocabulary. Die Frau. Die Frau. Eine Frau liest im Park ein Buch. Eine Frau liest im Park ein Buch. The plural is die Frauen. Die Frauen. Der Mann. Der Mann. Der Mann
ist gern im Bett. Der Mann ist gern im Bett. The plural is die Männer. Die Männer. Das Kind. Das Kind. Das Kind spielt gern im Garten. Das Kind spielt gern im Garten. The plural is die Kinder. Die Kinder. Spielen. Spielen. Notice the consonant combination of SP is not going to be spielen, but sh, spielen. Die Frau spielt gern Klavier. Die Frau spielt gern Klavier. This verb is conjugated as ich spiele, du spielst, er spielt. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. In the sentence, das ist ein Buch. Ein is the indefinite article of a neuter noun, das Buch. Es ist interessant. Es ist interessant. In this sentence, we are using the personal pronoun for neuter nouns. In English, that would be it, das Buch. Es ist interessant. Das ist eine Zeitung. Das ist eine Zeitung. In the sentence, das ist eine Zeitung. Eine is the indefinite article for a feminine noun. Die Zeitung. Das ist eine Zeitung. Sie ist auch interessant. Sie ist auch interessant. Here you will notice that we use the personal pronoun for feminine nouns, because Zeitung in German is feminine, die Zeitung. Therefore, in the literal translation in English, I am using she is also interesting. Although, of course, in proper English, you will say, it is also interesting. Das ist eine Zeitung. Sie ist auch interessant. Das ist ein Film. Das ist ein Film. You can already guess what is coming now. In the sentence, das ist ein Film. Ein is the indefinite article for a masculine noun, der Film. Das ist ein Film. Er ist nicht interessant. Er ist nicht interessant. And because movie is masculine, whether or not it's alive or an object or a person or an animal, it doesn't matter. It is a masculine noun, therefore we use the masculine personal pronoun he, when we talk about a movie. Er ist nicht interessant. That is quite interesting, I guess. Der Film ist langweilig. Der Film ist langweilig. Vocabulary. Der Film. Der Film. Magst du den Film? Magst du den Film? Plural is die Filme. Die Filme. Interessant. Interessant.
Die Zeitung ist nie interessant. Die Zeitung ist nie interessant. Langweilig. Langweilig. Notice that the G at the end is more pronounced very softly, like CH. Langweilig. Drinnen bleiben ist langweilig. Drinnen bleiben ist langweilig. Der Plan ist interessant. Der Plan ist interessant. Er ist interessant. Er ist interessant. Der Plan is a masculine noun. Therefore, if we want to use a personal pronoun to replace the noun in its grammatical function in the sentence, we need to choose the masculine version being er or he. Die Musik. Die Musik. Oder sie ist interessant. Die Musik ist interessant. Sie ist interessant. With Musik being a feminine noun. Therefore, we need the feminine personal pronoun she, sie. Das Spiel oder es. Das Spiel ist interessant. Es ist interessant. With Spiel, game, being a neuter noun. Ist der Plan gut? Ist der Plan gut? Ja, er ist gut. Ja, er ist gut. Nein, er ist nicht gut. Nein, er ist nicht gut. You notice the position of nicht in front of the adjective that it negates? Ist die Musik schön? Ist die Musik schön? Ja, sie ist schön. Ja, sie ist schön. Nein, sie ist nicht schön. Nein, sie ist nicht schön. Ist das Spiel langweilig? Ist das Spiel langweilig? Ja, es ist langweilig. Ja, es ist langweilig. Nein, es ist nicht langweilig. Nein, es ist nicht langweilig. Der Plan. Der Plan. Was ist der Plan? Ich bleibe im Haus. Was ist der Plan? Ich bleibe im Haus. The plural is die Pläne. Die Pläne. We will talk much more about plurals very soon. Die Musik. Die Musik. Ich mag diese Musik. Sie ist schön. Ich mag diese Musik. Sie ist schön. Plural, die Musiken. Die Musiken. Although I personally have never used this noun in plural in my entire life, not even once. Das Spiel. Das Spiel. Notice S, P, Sp, Sp.
das Spiel. Das Kind spielt im Garten ein Spiel. Das Kind spielt im Garten ein Spiel. Plural. Die Spiele. Die Spiele. Ja. Ja. Kaffee? Ja, bitte. Kaffee? Ja, bitte. We have now arrived at our exercise part. Let's see how much you remember from this lesson's content. Please try to identify the correct definite and indefinite articles to each noun, with definite articles being der, die oder das, and indefinite articles being ein or eine. Let's look at an example together. The noun Winter, for example, has the definite article der and the indefinite article ein. Now try to identify the same for these six nouns. Take a couple of seconds. Okay, let's check. Der Mann, ein Mann. Das Kind, ein Kind. Die Frau, eine Frau. Das Spiel, ein Spiel. Die Musik, eine Musik. Der Plan, ein Plan. Okay, how did that go? In our next exercise, you should already be somewhat familiar with this, connect the sentence on the left with its corresponding sentence on the right. Only one of each is possible from a logical and grammatical perspective. Try to connect. Take a few seconds. Okay, let's see. Das Kind sitzt im Bett. Es liest ein Buch. Die Frau sitzt in der Küche. Sie isst. Der Plan ist schlecht. Er ist langweilig. Der Sommer ist schön. Er ist warm. You will have noticed that this exercise is about identifying the gender and using the correct gender for the personal pronoun as well. So only one of them usually makes sense. Last but not least, bring the words in the correct order to form a meaningful sentence. Here again, there are two possible solutions how you can arrange the words. Try to identify one which is going to be great already. Take your time. Let's look at both options together. Ich mag den Film, weil er nicht langweilig ist. Ich mag den Film, weil er nicht langweilig ist. Or alternatively, you can also say, ich mag den Film nicht, weil er langweilig ist. Ich mag den Film nicht, weil er langweilig ist. Did you identify one or both of them?